viel des Guten? Überfordert Isabel Horn ihre Tochter. Ex-GZSZ-Star zeigt Geburtstag von Ella auf YouTube und wird kritisiert. Bielefeld, Berlin, stolz wie eine Mama nur sein kann, präsentiert Isabel Horn, 34, in ihrem neuesten YouTube-Video, wie ihre kleine Ella den ersten Geburtstag im Kreise der Familie feierte. Neben den Gästen durften natürlich auch ein paar Naschereien wie der obligatorische Geburtstagskuchen und jede Menge Geschenke nicht fehlen. Doch hat die ehemalige GZSZ-Darstellerin es gerade damit ein wenig übertrieben? Diesen Vorwurf muss sie sich zumindest aktuell von ihren Followern anhören. Die Masse der Geschenke fand ich etwas too much für eine Einsjährige, so eine Userin auf Facebook. Sie meint sogar, erkannt zu haben, dass die Kleine am Ende richtig überfordert war von den Präsenten. Andere Fans sehen das ganz anders und nehmen die Schauspielerin in Schutz. Ich fand nicht, dass du überfordert warst, hast ja richtig Spaß beim Spielen gehabt und kein Bett gestoßen, weil dir das zu viel war. Ein bisschen Sorge machte sich Isabel selbst, bevor die Party losging. Ich bin so gespannt, was sie zu den Geschenken sagt und ob sie das überhaupt checkt und dann gerne aufreißt oder ob sie Angst davor hat. Ich habe keine Ahnung, lassen wir uns überraschen. Immerhin, viele loben die 34-Jährige sogar für die Geschenkeauswahl. Vor allem ein pastellfarbener Activity-Würfel kommt bei vielen gut an. Und auch ansonsten bekam Ella vor allem Lernbücher und Holzspielzeug geschenkt.